Die Wiege der Jahrhunderte läuft. Bei der nächsten Flut ist das Boot weg. Super. Sie sind überall. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Nein, nicht. Die Schmuggler. Was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Die Schmuggler waren's. Das ist alles bald vorbei, Hugo. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest. Ich ebne dir den Weg. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleib bloß alle im Licht. Bleib in dem Licht. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Ja. Du kannst aufhören. Na gut. So, jetzt müssen wir erstmal wieder herstellen hier. Aber wir brauchen mal dieses komische Mittel wieder. So. So. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Mal gucken, ob es lang genug ist. Halt! Geht nicht so weit weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Okay. Dachte ich mir doch. Hey, lass gut sein. Geht klar. So. Was machen wir? Können wir da das Feld anzünden? Nee. Ha. So, und jetzt aber los hier. Haut ab. Komm schnell, der Stecken brennt ab. So. Was haben wir hier da Schönes? Alkohol, Schwefel. Das hält nicht lang. Na komm. Diese Geräuschkulisse von den Ratten, ne? Das wird knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Lass es! Gebombt. Ah, guck mal. Mach uns den Weg frei, Sophia! Ja. Bleibt in meiner Nähe! So. Danke. Du kannst aufhören. Na gut. Überlebende! Kommt nicht zu nah! Wir werden euch helfen! Nein! Nein! Lasst sie! Bitte! Nein, bitte! Warum?
Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Sophia, bahne uns den Weg. Ja. Bleibt bei mir. Mach mal. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. So. Ein Bolzen. Gab's auch noch. Was haben wir noch? Wir müssen Alkohol. Alkohol. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. So. Okay. Ist wieder zu. So. Ja, ich muss da mit diesem von da drüben mit dem Ding hier drauf. So. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Das klappt nicht ganz. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Naja. Es reicht. Und zieh an. Und los! Bleiben wir nah dran. Oh Mann. Echt jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Sophia, bahne uns den Weg. Bleib. Ist das nervig? Geht klar. Wir werden euch helfen. Ja, ja. Wir tun's. Wir versuchen's. Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte. Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. So. Wieder alles aufnehmen. Der Wagen. Ja, ja, er wird uns schützen. Mhm. Das am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Ja. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Ach komm. So. Und auf ein neues. Und los! Bleiben wir nah dran. Oh, das war knapp. So. So, gib mal her. Und dann Feuer. Okay. Und Bolzen for free nehmen wir doch. Halt. Ich sehe da was, was du nicht siehst. So.
Das ist eine schöne Muskelarbeit. Bald geschafft. Die Karte. Der Träger. Er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Tja. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Naja. Der Mensch in der Not denkt erstmal an sich selbst. Mal los. Das hält nicht lange. Los, 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 los. So. Haben wir ein Stecken? Nein. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bei mir! Ja. Jetzt sehe ich's. Entschuldigung. Lass es! Natürlich! So, machen wir mal Licht an die Hinten. So, jetzt. Mach das Ganze mehr Sinn. Lass uns den Weg, Sophia! Bleibt bloß alle im Licht! So. Halt! Geht nicht zu weit weg! Es wird zu dunkel für mein Prisma! Alles gut. Es war wie ausgerechnet. Frei, Sophia! Bleibt bei mir! Da oben, da ist es. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Du kannst aufhören. Gebombt. So. Hoch! Ab nach oben! Verstanden. Hm. Wir brauchen ein großes Feuer, um darüber zu Endlich. Kommen. Endlich. Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius? Wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Okay. Dann machen wir sie kaputt. Geh bitte zurück, ja? Bereit? Wow. Das war so befreiend. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Ja. Komm. Komm, wir gehen in das Loch, wo vielleicht die Ratten herkommen. Ein Durchgang. Oh. Mhm. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Oh. Das ist es. Mhm. Kommt! Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht, und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Hm. Das war auf jeden Fall eine relativ coole Aussage. So, Lele. Seht nur, der führt irgendwo hin. Wir sind da. Ich spür's. Hier war schon lang niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein. Hab ich nicht vor. Ei, 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 ei.
Das ist mal richtig geil gemacht. Aber so ein paar Fackeln unterwegs hätte er schon aufhängen können. Also wirkt es eher so wie One Way. Also runter kommt er, aber rauf war schwierig. So, da der. Können wir eigentlich irgendwas... Oh, wir können upgraden. Ja, bitte. Alchemie. Mesa verbessert die alchemistische Munition, ist in der Lage, ihren Gegner mit einem Topf voll Ignifer zu töten. Das klingt natürlich gut, ne? Aber ich wollte eigentlich das da. Und da fehlt uns nur noch eins. So. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Na, Hölle ist es nicht. Seht nur, wie groß dieser Ort ist. Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Tempel ist da, glaube ich, noch untertrieben. Das ist mal, what the fuck? Geile Architektur. Und auf jeden Fall hell genug. Und natürlich das Ordenssymbol. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Irgendwo. Basilikum ist hier. Was ist das? Da war etwas drin. Das ist schon lange weg. Gehen wir weiter. So, jetzt können wir... Viel besser. Ja. Jetzt können wir mehr tragen. Jetzt war das Gefühl, dass wir uns... Meine Güte. Was ist hier passiert? Wow. Oh, hat's. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Ja. Aber das wurde absichtlich gesprengt. Ja. Jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Richtig. Genau. Ich habe zwar das Gefühl, dass wir so langsam Richtung Ende gehen. Vielleicht noch 2, 3 Kapitel, keine Ahnung. Hier war noch eine Explosion. Das Tor ist zerstört. Das war bestimmt sie, Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Ach, da geht's durch. Ich dachte, wir gehen da rein. Da ist eine Lücke. Gehen wir mal durch. Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst, das hat Jahrhunderte gehalten. Noch tiefer. Hoffentlich kommen wir ihr hier auf die Spur. Ah. Aber ich hoffe mal, dass wir... Das noch irgendwie nutzen können, dass wir jetzt mehr tragen können. Du schaffst es kaum. Ah, wir haben Vertrauen in deine Kraft. Ich hab da was gesehen. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Oh yeah. Ein Erdrutsch. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund. So, was haben wir hier? So, jetzt können wir auf jeden Fall das ganze Zeug in Ruhe mitnehmen. Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die klemmt! Hey, diese Tanks. Sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen wir es an der Tür. Wirklich? Griechisches Feuer ist heavy. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Und los. Entdeckung. Amicia, du übernimmst die Zündung.
Sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Oh yeah. Hat geklappt. Das war laut. Nee. Du, sie halten. Los, alles wird gut. Ja, griechisches Feuer, das ist bekannt. Eine gute Tiermischung. Die brennt. Ja, ja. Wir können uns noch nichts leisten. So, was ist das? Die Tür ist hinüber. Hm. Sehen wir uns um. Praktisch. Praktisch, dass da noch ein versiegeltes Fass stand. Ganz rein zufällig. Sieh mal, hier sind Vögel? Ja, Höhlenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Genau. Mhm. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja, falls er nicht so viel Angst hat. Ja. Stieglitz. Nach der Explosion, glaube ich, kommt der Stieglitz so schnell nicht mehr raus. Achso, nur dafür, oder? Just for the feathers. Okay. Dann gehen wir mal dadurch. Gut, da ist nichts versteckt. Na komm. Jagen wir die Tür auch in die Luft? Nee. Nicht zwingend. Oder doch? Oh, noch ein Tank? Nee, dann. Wenn hier jeder will, dass ich alles in die Luft jage. Verdammt! Geht's euch gut? Dann mache ich das schon. Der Weg ist frei. Gehen wir. Ich hatte mir kein Problem. Tote Menschen. Wahrscheinlich die Ordenswache. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Sie machte keine Gefangenen. Sie haben sie dazu getrieben. Ja. Nennen wir es so. Messer. Sie kam an dieser Tür vorbei. Sie stürzte wohl hinter ihr ein. Wie kommen wir da durch? Das ist eine gute Frage. Ah. Sie kam wohl hier vorbei. Da. Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Oh. Das sieht gefährlich aus. Yep. Hier, eine Kurbel. Na los. Komm, das machst du mal. Nein, das muss ich machen. Wow. Na dann. Oh, sie öffnet das Fallgitter. Der Wagen rollt gleich los. Na dann. Und los geht's. Ist offen, glaube ich. Weißt du. Langsam sehe ich sie in dir. Ja, weil ich genauso verzweifelt bin? Weil du nicht aufgibst. Ach, ja. Oh, ist ein schmaler Grat zwischen nicht aufgeben und verzweifeln. Wow. Wie ist das möglich? Wow. Was ist das hier? Das Tor da wird es uns verraten. What the fuck? Wir sollten nicht hier sein. Tja, sind wir aber. So. Was? Nein, nein! Doch, doch, doch.
Die wollen alle. Dieser Ort ist böse. Ein Stück vom Kuchen. Diese Feuer, die Schienen. Sie bauten das alles, um sie in Schach zu halten. Was? Ja, machen wir den Weg frei. Wenn du meinst, womit fangen wir an? Diese Feuerbecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Gut, mal sehen. Okay. Dann machen wir mal dich. Kommt her! Du hast das also schon mal gesehen. Am anderen Ende des Landes? Kein Zufall, nehme ich an. Nein, die Makula verbindet alles. Alles klar. Fertig. Okay. Na komm. Dann schauen wir mal hier. Also dann, wie geht's dir, Hugo? Ich hab Angst. Verständlich. Wir kriegen das. Gut. So. Okay. Naja, da könnt ihr euch noch so aufregen. Na komm. Ich will jetzt nochmal gucken, ob ich den Wagen da drüben ein bisschen herkriege. Nee, mehr geht nicht. Okay. Und da hinten ist auch nichts mehr. So, kannst du uns... Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bloß alle im Licht! Halt! Geht nicht so weit weg! Es wird zu dunkel für mein Prisma! Ja, alles gut. Aufhören. Na gut. Gut gemacht! Schieben wir das hier. Gut, sie können verschoben werden. Helft ihr mir? Sicher. Ja, los! Sehr schön. Das waren mal Ratten. So, bitte. Na komm, greif zu. Die Gleise kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Jetzt ja. Das ist ja mal gar nicht so blöd. Hey Hugo, weißt du eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? Ja. Oft. Und wir haben sie immer überlistet. Weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. Richtig. Genau. So, weiter geht es nicht. Hey, da ist ein Gleis, das direkt zur Brücke führt. Aber dieses Wrack scheint im Weg zu sein. Ich sehe mal nach. Zufälligerweise. So, kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, ihr zwei. Ihr zwei, du eine. Kekskrümel, Karamell. Man weiß es nicht. So. Wie geht's dir, Hugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, Hugo. Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na komm. Gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das tun. Ja. So. Werd nicht wütend. Bin ich nicht. Wir sind nicht wütend. Traurig. Bitte nicht. So, ich würde nämlich gerne da an die Kiste.
Man weiß nie, was da so Schönes drin ist. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Naja, ich bin nur da so das die ist Sachen. Eine Karte von diesem Ort, die Gleise und Feuerbecken. Eine Karte, ein Entwurf, die ganzen Mechanismen. Da sind noch andere. Da sieht aus wie das Chateau d'Ambrage, Amicia. Stimmt, das ist der Innenhof mit den ganzen Feuerbecken. Mhm. Und was ist das? Mehr davon. Zeichnungen und Karten von Dänemark, Konstantinopel? Die hier ist aus Asien, Afrika? Ich wusste nicht, dass der Orden so weit reicht. Tja. Weil es überall passieren kann. Was? Eine Seuche. Los, gehen wir. Das Chateau d'Ambrage. Das Chateau am Arsch. Schnell, hoch! Verstanden. Bleib in meiner Nähe! Wir müssen irgendwie das Wrack los. Hilfe! Amicia! Nein! Okay, also Pirit und Looten zusammen geht nicht. Haben wir jetzt rausgefunden. Yay. Aber klar. Ab in die Flammen, Kleider. Ach komm. Okay, wie soll ich dann da wieder rauskommen? Wenn ich da nicht mehr hochkomme? Oder... muss ja irgendwie darauf kommen. Also. So. Ja, jetzt sicher. Ich versuch's, aber ich komme nicht durch. Was? Toll, bist wieder da. Okay. Na dann lass mal die Kiste halt Kiste sein. Weil vorhin wollte sie nicht, wie wir hingegangen sind. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. So. Dann gehen wir diesen Weg. Okay. Na komm ran jetzt.
Links, 2, 3, 4. Wunderschön. Wir sind da. Geschafft. Endlich. Gut gemacht. Ja, gehen wir weiter. Mehr Ordenswachen. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Ja. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Bitte, gib uns irgendwas. Ja, wäre jetzt der richtige Augenblick. Fünffach versiegelt. Echt jetzt? Gehen wir lieber zurück. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Hm? Vierfach versiegelt, nicht fünffach, vierfach. What the fuck? Ich weiß, wie es ist. Allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Naja. Hey, wir sind alle erschöpft. Aber wir sind zusammen, oder? Mhm. So, dann schieben wir das Tor. Ja, schieben mal die Riegel da einfach auf Zeit. Ne? Das ist jetzt nicht so einfach. Ich brauche Hilfe, Sophia. Gerne doch. Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Und das Ding, das aus dem Boden gekommen ist, ist das eine Kurbel? Denke schon. Da kommt etwas aus der Wand. Oh, das ist wohl eine Bremse, um die Riegel zu fixieren. Kann ich helfen? Kümmer dich drum, Hugo. Ja. So. Lass es bleiben. So gut wie erledigt. Sophia, ist auf dich Verlass? Alles klar. So. Schieb das mal darüber. Immerhin. Der bewegt die mittleren Riegel. So. Lass es sein. Wird erledigt. Nicht. Natürlich. Das
So. Das überlasse ich dir, Hugo. Ach so, super. Echt jetzt? Okay. Ganz so simpel ist es dann doch nicht. Wie viele Leute waren wohl nötig, um dieses Tor zu bedienen? Ich muss wieder dorthin. Ja, ja. Darf ich bitte... Ach Gott, lauf halt ein bisschen schneller. Gott verdammt. Lass mich nicht wieder allein. Nein, nein. Wir brauchen noch Hilfe, um diese Tür zu öffnen. Ja, bin ja schon dabei. So. Also. Hilf mir bitte, Sophia. So gut wie erledigt. So. Los, Hugo. Gut, gut. So. Halt. Alles klar. So. Ich brauche Hilfe, Sophia. Wird erledigt. Dann mach du das mal da zurück. Vielleicht kann ich mit der Kurbel dann direkt interagieren. So. Hallo? So. Du kannst aufhören. So gut wie erledigt. Okay, dann macht's ja nichts mehr. Okay. Ah, guck mal. Da kriegen wir doch noch einen Wagen her. Ein Karren? Was macht der denn? Ich brauche Hilfe, um es offen zu halten. Ja, mach mal. Sophia, ist auf dich Verlass? Alles klar. Na komm. So. Da ist eine Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Yep. Hat sie bestimmt. So. Ha. Okay, Hugo. Ja, ja, ich seh's. Hallo? Lass es bleiben. Alles klar. So. Hilf mir bitte, Sophia. Gerne doch. Und schon haben wir's. Es klappt. Ein Riegel erledigt. Jetzt die anderen. So. Lass es sein. Wird erledigt. Hugo, ich brauche deine Hilfe. Ja. Sophia, kannst du das übernehmen? Alles klar. Halt. Aha. Kümmere dich drum, Hugo. Alles klar. So. So müsste es gehen. Wir können loslassen. Du kannst aufhören. So gut wie erledigt. Öffnen wir das Ding, Sophia. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. So. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht?
Und rum im Kreis herum. Nicht hier so. Ja. Es ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein, wir suchen Basilius. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nee. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Gehen wir. Ich will zurück. Bitte, Hugo. So. Wow. Oh. Was atmen wir hier ein? Die Pest. Atmest, aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Dein Kopf? Ein Geräusch. Sei tapfer. Ein Geräusch? Was ist das? Nicht gerade einladend. Sehen wir weiter. Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Mhm. Der Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Diese Festung wurde mit Absicht so gebaut. Bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier, da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Das könnte klappen. Oh, ich gehe vor. Sei vorsichtig. Amicia, nein! Das ist die pure Pest. Das ist pure Pest. Alles in Ordnung? Nichts gebrochen? Nein! Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Ach, das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Wartet auf mich! Sei vorsichtig! Mhm. Wie komme ich wieder zurück? Moment. Tja. Diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Die sind noch oben. Ja. Das hast du gut bemerkt. Es muss klappen. So. Hey, ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten, sie halten die Brücke. Ja, und jetzt? Da fehlt noch ein Stück. Da hinten. Alles klar. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Wir warten auf dich. Okay. Da fehlt noch ein Stück da hinten. Oh, die sind alle unten. Da hinten ist Feuer. Und da auch. Komm schon. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Ja. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und... Sie sind so viele. Du kennst sie. Okay. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als sie. Ja. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Versprochen. Danke, Sophia. Okay. Wie komme ich jetzt zu dir rüber?
Vorzugsweise wäre natürlich eine Pyritfackel oder sowas, aber... So. Okay. Also. So. Achso, ich habe keinen Ignifer mehr. So, machen wir gleich mal. So. Okay. So, jetzt brauchen wir hier ein Stöckchen. Ich würde das Ding ja mitnehmen, aber dann habe ich kein Licht mehr. Episaurus. Alicia, geht's dir gut? Ja, gut. Alles super. Ich fühle mich eingekesselt. Gut. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Ja, fürs Erste. Da hinten ist noch eine schöne Workbench. Okay. Also wenn das durchdacht ist von den Erbauer, dass man das so zusammen, also mal so machen muss, ne? Dann Respekt. Los geht's. Ist ziemlich gut durchdacht. Hat das geklappt? Ja. Sieht gut aus. Jetzt musst du einen Weg zurückfinden. Naja. Mach ich keine Sorge. Bin da. Bitte, mach's mir nicht zu schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Kling. Was haben wir denn hier alles Schönes? So. Naja, das ist interagieren, das kann ja auch so. Aber wir haben nicht genug. So. Ah. Einmal die Hand. Weiter so, du schaffst es. Sieht doch gut aus. Das wird es alles wert sein, Hugo. Hoffentlich hast du recht. Ich hoffe es auch. Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius. Gib uns irgendwas. Er ist es wert, versprochen. Ich flehe dich an. So. Oh, verdammtes Ding. Hey, du steckst fest, oder? Ja. Ich komme mit dem Wagen nicht weiter. Geh um das Rad herum. Wir haben was für dich. Komme. Haben wir noch einen Topf, ja. Hey, ich bin hier! Alles in Ordnung? Mehr griechisches Feuer! Ich schick dir einen Tank, um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt! Bleib zurück, Hugo! Ab geht die Post! Ich sehe ihn! So, dann mal her hier. Dann machen wir mal. Bumm, 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 bumm.
So. Schnell, fast geschafft. Und so. Weiter. Konzentrier dich. Finde Basilius. Schnapp dir, was du finden kannst und dann raus. Dann überlebt er. Wir drücken die Daumen. Definitiv. Ist da irgendwas? Nein. Geschafft! Ich bin schon groß! Ja! Was? Keine Angst! Das kann ich bestätigen! So, machen wir los hier. Das, na, brennt auf jeden Fall richtig gut. So ein bisschen Teer. Naja, ja. Ihr könnt da unten schreien, wie ihr wollt. Du bist Interessiert hier. Hey, du bist hier. Schon gut. Alles gut. Lass es raus. Willst du eine Pause machen? Nein, gehen wir weiter. Ich bin jetzt hier. Los. Ich habe Angst und bin traurig, Amicia. Ich weiß. Wir schaffen das. Viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich habe Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Ja, erstmal kurz gucken, dass ihr irgendwas übersehen habt, ne? Oh, dieser Geruch. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Aber wir müssen. Wer ist hier? Wir müssen. Oh, sieht böse aus. Gott, es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Also, ist er hier unten? Ja, irgendwo im Herzen dieses Ortes. Wow. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Tja. Ich will's nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Ja, er ist viel zu jung für ein Erbe. Hugo, bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so, aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja. Mein Kopf. Sie wird lauter. Diese Eiterbeulen. In meinem Kopf. Wir sind gleich da. Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Wozu? Wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf. Du musst mir vertrauen. Diese Eiterbeulen an der Wand, die pulsieren. Boah. Schon geil gemacht. Schon richtig gut gemacht hier. Kann nicht. Amicia! Sophia! Schätzchen, bitte, ich weiß. Nein, weißt du nicht. Warum tust du das? Amicia. Komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor mir selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Wir halten durch. Tja. Komm schon. Komm.
das jetzt gut ist, was sie möchte. Wirkt irgendwie falsch. Wow. Ist das der Träger? Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm, vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia, sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe... Du stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten? Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahmen ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte... Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weg hier! Schnell! Lauft! Ach du Scheiße. Nach rechts! Sie wollen nicht, dass ich gehe! Das können Sie vergessen! Spart euren Atem! Bleibt bei mir! Mhm. Ich gebe mein Bestes. Nein. Hoch, hoch, hoch! Sophia! Links von dir! Die kaputte Tür! Ja, los, Hugo! Es wird alles einstürzen! Sie sind so wütend. Einfach ignorieren. Oh Gott, sie lassen nicht nach. Ah, lauf. Stürzt ein. Wir können es schaffen. Ja, wir versuchen es. Wow. Mein. Ach, komm jetzt. Kurz bei der Kamera nicht mitgekommen. Wir sind dabei. Hoch mit dir. Los, hoch, schnell! Ich versuche es. Los, los, los! Meine Fresse. Geh weg! Lasst uns! Beachte sie nicht, Hugo! Wow. Lauf! Wo ist Sophia? Da vorne. Ja, ja. Bin ja schon dabei. Nein. Was? Sie kommen. Es sind so viele. Kommt, kommt. Meine Beine. Nicht stehen bleiben. Meine Fresse. Meine Fresse. Mistviecher, geht nach rechts! Ich sehe Licht! Hier! Da geht's raus! Ah,
fast draußen! Zur Hölle mit diesen Scheißviechern! Wir verschwinden! Aha. Wow. What the fuck? Hoffentlich stecken die da drin fest. Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angeschaut. Charmant. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir. Und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe, dass du zweifelst. Aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden. Ein besseres Leben. Da. So, das Ganze doch begonnen, oder? Mit einem Wunsch nach einem besseren Leben. Und das, obwohl sie ein Mittel gegen die Nager einsetzen. Andere haben das auch und starben dann doch. Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Aber... Es geht nicht mehr nur allein um die Insel, Hugo. Wir müssen hier weg, sonst verdammen wir noch alles. Wow. Ja, ich würde hier gerne abdampfen, wenn es recht ist. So, direkt einfach aufs Boot und tschüss. Hier geht's runter. Ja. Es muss sein. Tut mir leid. Ja, Verzeihung. Kommt, gehen wir. Gut. So. Jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Wow, wissen Sie. Und wenn du dich komisch fühlst. Mach ich. Ich will hier endlich weg. Also gut, zum Hafen. Kommt. Hey, Madame! Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein. Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. Eigentlich wollten wir soeben... Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Eure Mutter und ein Junge. Oh, natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Keine Ahnung. Ich... Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Ja, weglaufen bringt hier wohl nichts, denke ich. Wow, seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut, wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Für dich. Was auch passiert, du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja, sei vorsichtig. Keine Sorge. Ich habe von euch beiden gelernt. Ich glaube, von den beiden lernt jeder. So. Was sagen wir ihr? Die Wahrheit. Wir haben nichts als die Wahrheit. Haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich, mein Held. Schnell, bevor sie zurückkommen. Wird der Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. Oh Mann. Vorsicht! Zurück!
Oh, wie der kaputte Wagen, den wir gesehen haben. Shh, ja. Wo haben Sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen wir. Wie auch immer, jetzt seid ihr sicher. Tja. Ist keine Evakuierung geplant? Noch nicht. Erst wenn sich alle versammelt haben. Mhm. Ich glaube, ich muss mich noch mal ein bisschen freikämpfen. Macht mehr Feuer auf der Hauptstraße! Los, schneller! Die Flammen müssen lodern! Ich brauche hier Hilfe! Sieht aus wie im Krieg. Helft mir bitte hiermit! Ja. Die Ratten rücken an der Ostflanke vor! Wir brauchen dort Fackeln! Sie müssen hier weg. Ja. Niemand kann sie besiegen. Wir brauchen ihn für die Verletzten. Meine Sachen! Weg frei machen! Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar. Verstanden. Viel Glück. Oh, da unten brennt auch alles da. Und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke und der Palast könnte fallen. Und? Ja. Wenn die Ratten in den Palast gelangen? Dann seid ihr tot. Ich will Feuer sehen. Wurde der Karren repariert? Wir brauchen ihn schleunigst am Wall. Noch einer. Ach, hör doch auf. Das Ding ist so, dass es jederzeit hochgehen könnte. Griechisches Feuer. Ist kein schöner Anblick. Überall griechisches Feuer. Ein Kind sollte lieber wegsehen. Ich kenne Blut. Trotzdem, sieh nicht hin. Und hör nicht hin. Sind noch mehr. Mein Arm, es brennt. Das sind die, die gebissen wurden. Nein, ja, bald breitet es sich aus. Nein. Es ist vorbei. Lass ihn zurück. Nein, nein. Sei vernünftig. Das sind die Ratten aus dem Gebäude. Es kommen noch mehr Verletzte. Ist das die Ankunft des Sohnes? Der Sohn sollte uns in helle Tage führen. Nicht in dieses Gemetzel. Ruhe! Keine Zeit für Diskussionen! Kinder! Ja. Was ist das Traurige daran? Dank sei dem Grafen für diese Speise. Ist nicht viel, aber wir müssen die Vorräte einteilen. Beten wir, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Das ist meine Schuld. Shh, bitte. So. Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Hier durch. Warum bringt er uns um? Besänftigt eure Herzen und betet. Betet zu ihm. Okay. Wir beten. Irgendwann, wenn ich Zeit habe. Mama! Ihr seid hier. Mein Gott, ihr lebt. Mutter, komm her. Bitte, komm her. Mutter, wie geht's dir? Dein Kopf? Nicht schlimm, keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Die Insel? Die aus deinem Traum. Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger? Ja, im 6. Jahrhundert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut. Was? Sie gerieten in Panik, weil er die letzte Schwelle erreicht hatte. Und sie entrissen ihn seiner Beschützerin. Und sperrten ihn ein, um einzudämmen, was dann passierte. Eine neue Pest. Im 6. Jahrhundert war die... Justinianische Pest. Wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula, aber... Es begann also hier? Mit diesem Basilius? Aber es war nicht seine Schuld. Er war nur ganz allein und hatte Angst. Ja. Verständlich. Mutter, Magister Vaudor sagte, Hugo sei verdammt. Aber das ist nur das, was der Orden glauben will. Wegen der Erfahrung, die sie mit Basilius gemacht haben. Ihm fehlte die Beschützerin. Mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert. Überleg doch. In den letzten Monaten, unterwegs, um uns herum war alles ruhig. Wir waren zusammen und alles war gut. Es ging ihm gut. Das ist wahr. Etwas sagt mir, dass wenn wir uns an einem Ort sesshaft machen werden und als Familie zusammen sind, vielleicht hört die Pest auf. Mit der Zeit. Sie würde nicht schlimmer werden. Die Angst trübt unseren Verstand, oder? Mhm. Öfter, ja. Du bist deine Beschützerin. Ja. Wir haben doch dieses Haus in den Bergen, wisst ihr noch? Wir wären dort sicher.
Wir wären mächtig und groß. Verzeiht die Störung. Der Graf will euch sehen. Mich? Jetzt? Aber wir wollten gerade gehen. Er ist der Graf der Provence, Madame. Ja. Wir warten auf dich. Und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein. Mhm. Gut, bringt mich zu ihm. Die Beschützerin wird dem Jungen entrissen. Bam, bam, bam. Folgt mir. Naja, halt die Klappe, ich komm schon. Den Grafen sollte man besser nicht warten lassen. Kommt. Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Euch zu sehen muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar. Werde ich. Betroffen. Ja, klar. Das Haupttor ist vorerst sicher genug. Aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus. Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut, dieser Krieg ist wie kein anderer. Aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten. Und glaubt daran, es ist noch nicht vorbei. Jawohl. Ja. Du bist nicht allein. Glaubt daran. Ich brauche dich. Verstanden. Graf. Folge dem Grafen. Ja. Es ist ein verschlagener Mensch. Hast du überlebt? Gerade so. Tut mir leid um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben, dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe. Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will. Verzeihung, ich... Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich, denke ich. Stimmt. Aber das hält dich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es sein muss. Ja. Kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Ja. Also mal abgesehen davon, dass er sich nicht gerade ritterlich bewegt, der Kerl, sondern eher, als hätte man ihn letzte Nacht ein bisschen zu sehr in sein... Allerheiligstes. War klar. Genau. So. Ich will den Jungen, Amicia. Es tut mir leid, aber ihr Entschluss steht jetzt fest. Was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Nein, nein, hört zu! Ihr liegt mit allem falsch! Mit eurem Kult, mit allem! Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emilie, ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt, sondern in Hoffnung für die Menschen verwandelt. Ihr habt sie angelogen! Was versuchst du da? Nimm dein Schicksal an! Miststück! Hugo, lauf! Wie kannst du es wagen? Ach, ich... Na, halt die Schnauze. Los! Ich werde sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Du bekommst ihn nicht! Weiter! Nach rechts! Komm schon! Schnell! Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht! Fahr zur Hölle, Arschloch! Ich wollte geduldig sein! Nein! Nein! Du kriegst ihn nicht! Ich finde dich. Du wirst sterben, wie ein Alter. Hey, was ist hier los? Ich brauche Hilfe. Bitte, wie komme ich hier raus? Wer bist du? Ah.
ist sie? Hinter der Anhänger! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! So, nur wir zwei. Ich muss hier weg. Da bist du ja. Ach so, okay. Gut. Wo ist sie? Hinter der Anhänger! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! Komm schon! Beenden wir es! Ich weiß, es scheint ungerecht, aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Hey, was ist hier los? Zurück! Nein, betreten verboten! Halt die Klappe. Wo rennst du hin? Es gibt kein Entkommen! Mhm. Lukas, wenn er sie angefasst hat! Es ist zu spät! Sie weiß, dass er existiert! Okay. Scheißkerl, Scheißkerl! Okay. Dieser Typ oder dieser Abschnitt. Die Leute glauben an sie! Ist Stress. Bleib weg von mir! Ach komm! Einmal die Kurve nicht richtig gekriegt. Und schon hat er dich. Kleiner Wichser. Ja, die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Okay. Verstehst du nicht? Nein. Alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein! Du Irre! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt! Sei nicht so dramatisch. Du wirst verschwinden und niemand wird dich vermissen. Ah. Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst! Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verloren ist. Okay. Hier! Oh Gott. Hölle! Du Schrei halt noch ein wenig rum. Ich muss die anderen finden. Schnell! Ich muss irgendwie wieder nach oben. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Ja. Es tut so weh. Das hast du jetzt gratis. Hallo? Möchtest du nicht irgendwie? Verdammt, das ist zu laut. Auf die harte Tour also. Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Aha. Ich muss ihn abschütteln. Dort bist du auch nicht vor mir sicher. Das ist los. Es gibt kein Entkommen. So. Weiter, du schaffst das. Ich könnte ihn in den Zellen einsperren. Mhm. Du sitzt hier fest, wohin du auch gehst. Ich finde dich. Dafür, wo du versteckst dich gut. Respekt. Okay. In den Zellen einsperren. Aha. Tut weh, nicht wahr? Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Na ja. Deine Klappe. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht. Das gefällt mir nicht. Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht, das merke ich. Das macht es noch aufregender. Okay, da drüben ist er. Da ist er.
Ich habe keine Lust, höher zu sterben. Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas, sie sind alles, was zählt. Anisha, du bist so laut. So kannst du mir nicht entkommen. Ich habe lange nicht mehr gejagt, seit ich Emily kenne. Und du bist eine Wildbeute. Ach, komm. Du kleiner... Au. Muss ich die Scheiße neu machen, oder was? Ich muss irgendwie wieder nach oben. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Kein Ausgang. Das ist zu laut. Auf die harte Tour also. Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Ich muss ihn abschütteln. Glaubst du wirklich in deinem Versteck? Bist du sicher? Nein. Könntest du sein? Tja. Verstecken! So. Okay. Weiter! Du schaffst das! Ich könnte ihn in den Zellen einsperren. Versteckst du dich da drüben? Später finde ich dich. In welchen Zellen? In welchen Zellen soll ich ihn einsperren? Meine Fresse. Nicht wahr? Na ja, klar. Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Halt deine Klappe. Wo ist er denn jetzt? Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Hab dich kurz gesehen. Gemacht, das merke ich. Das macht es noch aufregender. Da ist er. Ich finde dich. Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas, sie sind alles, was zählt. Ich muss jetzt erstmal den kleinen Bastardkopf da wegkriegen. Ich habe lange nicht mehr gejagt, seit ich Emily kenne. Und du bist eine würdige Beute. Ich bring dich um, sobald ich kann. Ich habe eine Armbrust. Er hat kein Schild, kein gar nichts. So, wo ist er? Emily mag dich, weißt du? Aber du bist eine zu große Bedrohung. Für uns. Für den Sohn. Okay. Könntest du sein? Okay. In welche Zellen soll ich ihn einsperren? Mit diesem Ding kann ich nichts machen. Wo
Komm her, komm! Du sitzt in der Falle! Okay, ich habe schon, ich muss ihn hier reinlocken. Und dann da raus und wenn er hier drin ist, muss ich die Tür zumachen. Meine Fresse. Der hat mich gleich. Du kriegst halt auch keinen Abstand zu ihm hin, ne? Versteckst du dich? Boah, ist das Stress. Ist denn los? Und dann bricht er wahrscheinlich immer wieder die Tür auf, der blöde Saft. Zettel. Und du kriegst keine Waffen, du kannst dich nicht wehren. Nein, du hast nur eine kaputte Schulter. Und wenn es vorbei ist, ist die Schulter wie ein Wunder wahrscheinlich wieder aktiv. Sowas hasse ich. Wo bist du nur? Und das frage ich mich auch. So. Okay. Mal gucken, wie er läuft. Autsch. Und dann. Da ist er. Wo bist du? Ja, das frage ich mich auch gerade. Vor allem, warum bin ich? So, wie läufst du? Und du hast deine Route schon wieder geändert. Da drüben bist du. Kommst du jetzt da oder da? Hallo? 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 Ich hab dich gesehen. Da. Irgendwo hier. Da. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gott.
So. Ja, du bist so laut. So kannst du mir nicht entkommen. Na komm. Komm jetzt! Amicia, du kannst dich dahinter nicht verstecken. Ach, da bist du! Verstecken wird dich auch nicht retten. Verstecken ist sinnlos. Es gibt kein Entkommen. Boah. Hass. Purer, einfacher Hass. Gepaart mit etwas Stress. Ich habe mir schon gedacht, dass das so ziemlich assi wird, aber dass es so assi wird, ne? Hätte ich mir nicht vorgestellt. So, läufst du jetzt hier deinen Kreis, oder was? Ich laufe hier seit Stunden ganz ächtlich meine Runden. Früher oder später finde ich dich. Ich weiß, wo du bist. Amicia, komm zu mir. Da bist du auch nicht sicher. Stell dich! Wo könntest du sein? Du ekelhafter, kranker Kobold. Oh Mann. Komm, lauf wieder dahinter. Ach komm! Wo bist du hin? Wehre dich nicht! Doch, ich wehre mich. Mit Hand und Fuß. Ach, das geht ja nicht mehr. Ach, schön. Es sind unterschiedliche Zellen und eine ist aufgebrochen. Ah,
Ihr kleinen Arschlöcher. Wo bist du? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wann bin ich? Wie bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Wie lange wird es dauern, um dich einzusperren? Und wenn es vier verschiedene Zellen sind, dann können wir uns ausrechnen, wie lange das dauert. Wo bist du nur? Ich krieg dich schon da rein. So. Ich töte dich. Dort bist du auch nicht vor mir sicher. Du kannst dich da unten verstecken? Nö. Wo könntest du sein? So. Oh Mann, ey. Ich will das einfach nur geschafft haben, langsam. So, da hatsch darum. Okay. Endlich erwischt. Nein. Ach komm. Das war noch einmal. Diolatro. Ich muss irgendwie wieder nach oben. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Muss ich jetzt die ganze Scheiße wieder machen? Ach nö, ey. Ihr wollt mir doch... Verdammt, das ist zu laut. Auf die harte Tour also. Keine Zeit, schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Glaubst du wirklich in deinem Versteck? Bist du sicher? Ich muss ihn abschütteln. Hab ihn da abgeschüttelt.
Mach doch keinen Stress. Da bist du ja, Amicia. Verstecken wird dich auch nicht retten. Wo könntest du sein? So. In jede Zelle. Oder es sind drei Zellen. Weil bei der Fatten. Ich könnte ihn in den Zellen einstellen. Ja. Amicia, das ist vielleicht nicht so einfach, ne? Du bewegst dich nämlich ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen schwerfällig, aber. Wohin du auch gehst, ich finde dich. Dafür wurde ich ausgebildet. Mhm. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Tut weh, nicht wahr? Mhm. Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Halt deine Klappe. So, wir gehen nochmal kurz so runter, weil der ändert schon wieder seine Route. Ist die Frage, kommt er jetzt hinten oder vorne? Hinten oder vorne? Du versteckst dich gut, Respekt. Na, sei doch hinten. Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht, das merke ich. Aha. Noch aufregender. Ich geb dir gleich aufregender. Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas, sie sind alles, was zählt. Wie läuft er? Früher oder später finde ich dich. Komm her, komm. Weißt du, aber du bist eine zu große Bedrohung. Für uns. Für den Sohn. Schneller! Na los, komm schon! Genug gespielt! Komm her! Ah ja. Ich hab dich gesehen! Komm da raus! Verstecken ist sinnlos. Es gibt kein Entkommen. Mhm. So. Jetzt wollen wir auch da hinten einsperren und da hinten einsperren. Oh Mann. So, durchatmen, mal einen Schluck trinken. Oh Gott. So. Okay, wie läufst du? Läufst so. Okay. Läufst du jetzt immer noch rundherum im Kreis herum? Okay. Wo könntest du sein? Jetzt ändert er wieder sein Schema. Jetzt müsste er nämlich theoretisch wieder hinten rumkommen. Wenn er da rumläuft und dann schreit, wo könntest du sein, ändert er normalerweise sein Schema und kommt da. Und? Wo bist du nur? Ha. Okay. Genau, jetzt guckst du da ein bisschen blöd rum. Und dann müsste er theoretisch da so ein bisschen rumlaufen und müsste dann da rumkommen. Okay. So, jetzt eiern wir jetzt hier ein bisschen im Kreis rum. Wenn du nicht hier bist, wo dann? So, und jetzt ändert er schon wieder seinen Kurs. Und. Ne. Geh
Kiste ist ja schon kaputt, deswegen kann er da nicht mehr randalieren. Ich sehe nicht. Ah, shit. So. Pfeif dich. Tschüss. So. Ach komm jetzt. Nicht ewig verstecken. Oh, du glaubst gar nicht, wie gut ich mich verstecken kann. Versteckst du dich da drüben? Da bist du ja. Versteckst du dich? Wo könntest du sein? Genau unter deinen Füßen. So, jetzt habe ich ihn zweimal eingesperrt und jetzt kriege ich ihn nicht mehr da rein, oder? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich den jetzt bitte in irgendeiner Form? Gott, ist das assi. Das Problem ist, ich kann ihn jetzt nicht mehr einsperren. Du versteckst dich gut, Respekt. So, das heißt, ich müsste ihn jetzt irgendwie wieder hinterlocken. Es läuft ja wieder da lang. Puh. Na gut. Ah, gut. So. Welche Route nimmst du? Jetzt magst du da hinten das Rumgeeier, oder? Wo bist du nur? Und Routenwechsel.
So, ich will jetzt mal was wissen. Die sind jetzt aufgebrochen, ne? Das heißt, nicht mehr nutzbar. Wo dann? Verdammtes Geräusch! Hau ab! Hau ab! Amicia, hier bist du! Verstecken ist sinnlos. Es gibt kein Entkommen. Boah, war das knapp. Das war richtig knapp. So. Ich weiß nicht, was mir gerade mehr auf den Sack geht. Der Typ oder die Schmerzen in meinem Fuß, die langsam wieder zunehmen. Bringen wir das heute noch hin, oder? Ich glaube es fast nicht. Moment. Mal kurz den Fuß in der halbwegs angenehme Position bringen. So, wo ist er? Da läuft er rum. Okay. Okay, gehen wir mal kurz dahin. Okay. Aufpassen mit den Vasen da. Die sind nämlich sowas von empfindlich. Ich weiß, wo du bist. Okay. Das Problem ist, ich kann ihn nicht mehr einsperren. Ja, wo könnte ich sein? Gut. Ne, wir machen es jetzt so. Sorry. Wir müssen jetzt trotzdem an der Stelle einfach einen Cut machen. Nach oben. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Ja, es tut so weh, das glaube ich. Aber... Und wir laufen halt auch wirklich, als hätten wir mindestens dreimal zu viel am Schnaps geschnuggelt. Oh, verdammt, das ist zu laut. Nein! Wartet du also. Keine Zeit, schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Amicia, du kannst dich dahinter nicht verstecken. Ich muss ihn abschütteln. Wo könntest du sein? Ja. Und wir müssen aufpassen mit diesen scheiß Tontöpfen. Weiter, du schaffst das. Was ist denn der Knilch? Ich könnte ihn in den Zellen einsperren. Du versteckst dich gut. Respekt. Du sitzt hier fest. Wohin du auch gehst. Ja, ja. Ich finde dich. Dafür wurde ich ausgebildet. Mhm. Dann geh doch mal da rein, komm. Komm her, komm. Du sitzt in der Falle. So. Schneller, na los, komm schon.
bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht. Genug gespielt. Komm her. Glaubst du wirklich, in deinem Versteck bist du sicher? Ja, bin ich. Weil du dumm bist. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas, sie sind alles, was zählt. So, jetzt muss er erstmal da verschwinden, dass wir uns nach da hinten durcharbeiten können. So. Okay. Ich habe lange nicht mehr gejagt, seit ich Emily kenne. Und du bist eine würdige Beute. Ich bring dich um, sobald ich kann. So. Gott. Der muss da weg. Der ist so nervig, der Kerl. Emily mag dich, weißt du? Aber du bist eine zu große Bedrohung. Für uns. Für den Sohn. Für den Sohn der Glutasche, ja. Komm, hau ab. Hau ab. So. Okay, der eiert da noch ein bisschen rum. Das wird jetzt ziemlich nervig, weil ich muss ihn dahinter in die Zelle kriegen. So. Jetzt gehen wir mal kurz darunter, weil er würde es wahrscheinlich seine Laufrichtung ändern, weil wir unsere Position verändert haben. Also das nächste Mal, wenn er was sagt, ändert er die Laufrichtung. Das ist das Schöne. So viel konnte ich schon rausfinden. So. Wo könntest du sein? Ja. Jetzt redet er wieder. So, jetzt geht er nämlich, der geht uns nämlich ziemlich nach. Also der eiert immer in unserer Nähe rum. Das ist ziemlich nervig. So. Ich hab dich gehört. Bleib einfach, wo du bist. So. Okay. Jetzt müssen wir da einfach nur die Zelle aufkriegen. Ich töte dich. Los, los! So. Wir müssen vor ihm weg. Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? So. Deine Klappe! Boah. Es geschafft. Oh. Ah. Mich an alte Zeiten. An Gott, mein Herz. Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist Wahnsinn. Ich hab so Herzrasen gerade. Nicht ohnmächtig werden. Hugo, sie holen ihn. Mutter, Lukas, sie müssen hier weg, auch wenn es weh tut. Okay. Kommen wir an den Zellen vorbei, bitte, bitte, bitte. Lass uns den Ritter holen. Gott. Und die Synchronisation ist mal richtig gut. Schmerz. Das ist alles. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie. Gott. Habt keine Angst. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Doch. Er wird geliebt. Oh. Er wird strahlen,
noch mehr als die Sonne und die Dunkelheit abwehren. Und ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Da drin! Los! Lauf weg! Es war klar. Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen. Gott, mein Herz. Hab ich Puls jetzt. Nun gut. Klar, mit einer ausgekugelten Schulter und einem ziemlich übellangen Spielhänder. Natürlich. Eine Aufforderung? Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst. Das bin ich. Vergesst mein Bruder. Oh, so enthusiastisch. Wichser. Einfach nur ein Wichser. Es brennt ein Feuer in dir. Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ach du Scheiße, muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Keine Soldatin. Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet so viel, Feigling! Los, behaupte dich. Sei standhaft. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Erst kugelt er hier die Scheißschulter aus und dann... Nicht nur zu verteidigen, kämpfe um zu töten. Hab ich einen Hass. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling. Wer bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia Dirun. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Hör auf! Diese Sorte Menschen möchte man am liebsten einfach nur erschlagen. Direkt live vor allen. Siehst du? Und jetzt kniest du doch. Nein! Nein! Hört auf! Bitte, hört auf! Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Viktor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Ja. Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Übertreiben. Hast du nicht gesagt. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark. Eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden. Muss sich in Licht verwandeln. Ja, in Licht. Sie auf die ganze Welt. Ja, ja, klar, klar. Dankeschön für 10 Biddies. Ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emma. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Ja. Da hat sie recht. Nochmal Dankeschön für deine 10 PDs. Diese Frau hat echt so einen an der Waffel. Wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Ja, genau. Das hinterlässt keine Spuren bei Kindern. Amicia? Mama? Dankeschön. Dankeschön. Für 145 Biddies. Dankeschön, Sailor. Wie
4:1. Der Kleine wird jetzt gleich so richtig ausrasten. Amicia? Mama? Okay, ich kann nicht sprinten, ich kann nur ganz normal laufen. Das heißt, gleich passiert was. Und ich kann keine Ratten. Lukas? Wo seid ihr? Dankeschön. Danke. Dankeschön für 10 BDs. Der Kleine wird gleich so richtig durchdrehen wahrscheinlich. Wenn der durchdreht, ne, dann ist die Insel aber in Schutt und Asche. Aber wirklich in Schutt und Asche. Die ist dann direkt pulverisiert. Dagegen ist Genki-Dama ein Scheißdreck. Ah, wir waren ganz nah an ihm dran. Schön. Dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Wäre nur schön, wenn wir rennen könnten. Oh, mein Kopf. Ja. So. Ist das ein Traum? Nein. Leider nicht. Echt? Yep. Oh, da ist jemand. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was der Kleine anstellt. Wenn er sieht, dass seine Mutter aufgeschnitten da rumsteht, wird er sowas von durchdrehen. Und ich unterstütze das. Ich unterstütze nicht viel Gewalt, aber diese Gewalt unterstütze ich zu 100%. Was tut ihr da? Emily? Oh, mein liebster Junge! Du solltest Mama? Zurück ins Bett gehen. Hugo, ist sie tot? Nein, nein! Geh wieder ins Bett! Victor, bring ihn zurück, bitte! 3, 2, 1. Gib ihn! Wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja, ist es. Ich wusste es. Emily, ich hole dich. Nee, du holst sie nicht. Nein, aber was machst du? Bitte nicht. Bitte. Ich bin die bessere Mutter. Ich bin die bessere Mutter. Du brauchst mehr. Du brauchst mehr Ratten. Bitte. Sie steckt fest! Erledige sie! Ruf mehr! Sie wollen Blut! Hier ist dein Blut! Fressen für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Halt! Sie tun dir nichts, mein Sohn! Sie wollen nur sie! Still! Ihr werdet alle sterben! Oh, macht Kämpfen Spaß! Sie sind viel zu nah! Weiter! Es funktioniert! Es kommen noch mehr Ratten! Sie werden dich täuschen! Ja, so macht das Spaß! Rache! Komm, noch mehr, noch mehr. Gib ihn! Eskalation! So ist es schön! Geschafft! Jetzt bist du dran, Emily! Jetzt vergießen wir dein Blut! Emily, nein! Doch! Doch! Wir müssen verschwinden, Herr! Es ist zu spät! Lass mich los! Lass mich los! Nix! Wir brauchen euch doch, Herr! So, du bist sowas von tot, mein Freund. Sowas von tot. Werdet diese Insel nie verlassen! Doch. Ich beende das. Wir gehen jetzt erstmal eine Etage tiefer zum Durchatmen und zum Schulterheilen. Und diesen kleinen Knilch, ne, den machen wir sowas von platt. Aber sowas von.
Wenn ich den das nächste Mal sehe, haue ich den so tief die Schleuder in seinen Arsch, dass er damit Banjo spielen kann. Hundertprozentig. Amicia? Gott, ey. Solche Menschen hasse ich. Ich bin hier. Oh nein, Hugo. Hugo. Nein, Hugo. Nein. Er spielt das Arschtrompete. Oh ja, sowas von. Die zwei haben so die Arschkarte gezogen, echt, mit ihrem Leben. Das ist so traurig. Aber wir werden diesem Baron sowas von das Schwert in seinen Hals reinschieben. Hundertprozentig.